Der angebliche Fall von Tierquälerei im Kanton Thurgau wirft weiterhin hohe Wellen. Der Tierschützer Erwin Kessler hat gestern das nächste Video veröffentlicht. Das soll zeigen, wie grob die Schöfe verladen werden. Lauter werden aber auch die Stimmen, die das Vorgehen des Tierschützers kritisieren. Eine ganze Familie nur auf der Basis eines zugespielten Videos an den Pranger zu stellen, gänge gar nicht. Anja Mückler. Der Schock bei der Familie Ziegler sitzt immer noch tief. Verzweifelt versuchen sie, sich in den Alltag zurückzuretten, der aber bleibt fern. Auslöser dafür ist ein Video, das zeigen soll, wie der Familienvater seine Schöfe quält, dazu die Adresse, Telefonnummer und ein Familienfoto mit allen vier Kindern. Der Tierschützer Erwin Kessler hat diese privaten Daten am Montag öffentlich auf Facebook gemacht. Vorwurf hier oder her, dass die ganze Familie mit reingezogen wird, geht dem Bauer nahe ans Herz. Wenn er es will machen, dann soll er es auf mich machen. Ich finde es eine bodenlose Frechheit, dass man einfach ein Kind mit reinzieht. Man reisst die Frau mit rein. Wie schon gesagt, man nimmt ein Kind mit rein. Das hat weder mit Anstand noch mit Würde. Das hat gar nichts in die Richtung etwas zu tun. Also, für mich ist es auch unsachgemäß. Wenn man das so hantieren muss, dann ist es keine Professionalität. Das ist ein Amateur. Punkt. Er ist mit seiner Meinung nicht der Einzige. Auch der Schweizer Tierschutz kritisiert das Vorgehen von Erwin Kessler scharf. Es sei zwar richtig, um bei Anzeichen für schlechte Tierhaltung einzugreifen, aber nicht auf diese Art und Weise. Der Tierschutz wird einfach nicht in die Öffentlichkeit gehen, solange der Fall nicht auf irgendeine Art und Weise korrekt abgeschlossen ist. Wir schauen das als falsch an. Erwin Kessler selber war heute für TVO nicht erreichbar. Via Facebook aber verteidigte er sein Handeln und doppelt nachher. Obwohl der Film, den wir vorgestern gezeigt hatten, eine deutliche Sprache spricht, gibt der Kanton dem Schafmeister weiterhin Rückendeckung. Wir veröffentlichen deshalb nun einen zweiten Film, auf dem zu sehen ist, wie der Schafmeister seinem Sohn beibringen will, Schafe zu verladen. Die beiden Videos zeigen TVO am Vizepräsident vom Thurgauer Bauernverband, der weder direkt in den Fall verwickelt ist, noch den Arthur Ziegler persönlich kennt. Sie sind ja selber Bauer, Sie haben selber einen Bauernhof. Was ist Ihr Eindruck, wenn Sie das Video sehen? Ich habe auf dem Video gesehen, ich da einen Herde Schöf im Stall. Der Bauer arbeitet mit denen. Ich habe den Eindruck, die Tiere sind ruhig, gut genährt, gepflegt. Auch im Stall, die haben es gut in diesem Stall. Ich habe das Gefühl, denen geht es gut. Zurück im Stall beim Arthur Ziegler. Er will mit dem Thema abschliessen und fordert darum Erwin Kessler zu einer Aussprache auf. Der Tierschützer will von all dem aber nichts wissen. Was bleibt, ist eine verhärtete Front und Vorwürfe, die jetzt von Anwälten geklärt werden müssen.